All dieser Hate. All dieses Unverständnis. Womit hatte der Drache das nur verdient? Diese Frage spukte schon seit geraumer Zeit in meinem Kopf herum. Doch als ich letztens wahllos in meiner Plattensammlung stöberte, kam mir eine hervorragende Idee. Ich schicke dem Drachen ein Paket der Anerkennung, ein Zeichen des Respekts, um mir Mut zu machen. Also legte ich ein T-Shirt, eine Single, die neue Kadaverficker-CD und ein paar Sticker, weil er die ja so mag, in die Box. Als Zeichen des Respekts kam noch ein handgeschriebener Brief hinzu und anschließend machte ich mich auf in die Stadt. Ah, bist du ja. Hi. Gabe ist dabei. Du willst es wirklich durchziehen, ja? Ich ziehe es durch. Ich übergebe dieses Paket in deine edlen Hände. Du weißt, dass der Weg verdammt lang und hart ist. Als Schauerberg ist eine verdammt gefährliche Siedlung. Ich war einmal da. Ich bin froh, dass ich zurückgekommen bin. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal diesen Weg gehen muss. Du musst es schaffen. Hab Vertrauen. Es wird den Nord erreichen. Für den Nord? Für den Nord! Nach der Übergabe erfolgte noch eine wilde Party im Black End. Danach verschwand der Filmelf im Dunkel der Nacht. Es war ein Tag wie jeder andere auch. Dieselben Rituale. Aufstehen. Den Würgereiz unterdrücken. Zähne putzen. Die übliche Morgenroutine. Das Paket, dieses verdammte Paket. Die Tür? Ich erwarte keinen Besuch. Ich erwarte nie Besuch. Der Briefträger meidet mich seit dem letzten Vorfall. Er kann es nicht sein. Es klingelt Sturm. Kann nur wichtig sein. Welcher Tag ist heute? Es ist soweit. Verdammt nochmal, es ist Mittwoch. Tage der Vorbereitung, Wochen der Vorbereitung. Während sich der Filmelf auf dem beschwerlichen Weg zum Drachen befand, wartete ich nervös auf die Antwort über den Ausgang seiner Reise. Ich fragte mich, wie ich die nervenaufreibende Wartezeit überbrücken könnte und erinnerte mich an Draches Aufruf. Ich suche momentan jemanden, wenn jemand Lust hat, kann mir jemand ein Intro machen. Also stürzte ich mich an meinen PC und kreierte ein wahrhaft meisterliches neues Intro für den Dragon Monday. Doch nur wenig später erhielt ich die Nachricht vom Drachen mit den Worten: "Ist leider nicht ganz, was ich mir vorgestellt habe, sorry." Unmut machte sich in mir breit. Doch
Doch gab es ja noch den Elf und seine Mission mit dem Codenamen Paket, von der ich hoffte, dass sie von Erfolg gekrönt sein wird. Nächste Station, Emskirchen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Der Weg, dieser verdammte Weg. Richtig. 10 Kilometer. Oh, meine Hand. Lukas. Sieh nur, das sind nicht die ersten Pilger hier. Komm, komm. Oh Gott, ich kann das nicht mehr. Die Verantwortung liegt zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich kann das Paket nicht mehr tragen. Ich auch nicht. Ich kann es nicht für dich tragen. Aber ich kann dich tragen! Nein! Nein! Ja! Wir werden es nicht schaffen! Lukas! Ich hab dein Deckel gehabt! Lukas! Ciao, Albert. Wir haben es geschafft. Verdammt, Klaus-Klaus! Ja. Kadaverficker, Gorminister, der Pestbote Filmelf hat sein Ziel erreicht. Wir waren gerade beim ehrenwerten Drachenlord zu Hause am Altschauerberg 8 und ich will nicht sagen, dass es so lief, wie erhofft, aber es lief so, wie erwartet. Ich schmeiß ihm so die Prügel raus. Er war anfangs nicht anzutreffen, deshalb habe ich mich zu seiner Tür begeben, habe dort geklopft und er war an sein Fenster und es lief eigentlich wie zu erwarten. Er war ziemlich angepisst. Hat gemeint, soll mich verpissen. Das ist Hausfriedensbruch, was ihr da macht. Ich habe noch auf ihn versucht, auf ihn einzureden. Ich habe ihm das Paket noch vor die Tür gelegt. Und wir sind gegangen. Das ist genau die Scheiße, auf die Scheiße. Nun, auf dem Weg zurück habe ich das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und bin zu dem Entschluss gekommen, noch einmal hinzugehen. Vor seinem Tor. Da schon kurz die Worte zusammengeklaubt in meinem Kopf. Und habe ihm noch gesagt, was in dem Paket drin ist. Dass es mir leid tut. Dass ich nichts Böses wollte, dass ich nicht im Auftrag des Hates da bin, quasi. Da habe ich gesehen, dass das Paket schon weg war. Wir haben auf die Mülleimer geguckt, waren allesamt noch zugeschneit. Auch der Papier
Mülleimer. Ich denke, er wird's an sich genommen haben. Was er jetzt allerdings damit macht, steht in den Sternen. Vielleicht hört man was davon, vielleicht auch nicht, vielleicht wirft er es doch weg. Denn wie man die Geschichte um den Nord kennt, wird ihm all die Jahre sehr übel mitgespielt. Das bedeutet, ich könnte mir jetzt sehr gut vorstellen, dass er in seiner paranoiden Art, die er hat, vermutlich denkt, dass da eh nur Scheiße drin ist. Nun, entweder hat er es weggeworfen oder behalten. Oder er ignoriert es komplett. Mein Auftrag ist hiermit erledigt. Wir marschieren nun zurück den weiten Weg in der Hoffnung, dass er es einfach angenommen hat und es sich zumindest anhört. Dass ich ihn eine Mail geschickt habe, habe ich ihn auch gesagt, vielleicht kommt eine Antwort. Oder auch nicht. Ja, Kadaverficker. Das war's. Die Reise hat ein Ende. Ja. Cut!